Herzlich willkommen beim nächsten Video auf meinem Kanal und diesmal spielen wir Among Trees. Und zwar ist es ein neues Game, was rausgekommen ist und spiele es gerade auch zum ersten Mal. Und was mir jetzt als erstes aufgefallen ist, ist, dass die Sensitive ein bisschen, also die Empfindlichkeit ein bisschen zu gering ist. Oder ich muss mich daran gewöhnen. Gucken, was können wir hier machen. So, wir können hier Holz einsammeln. Sammeln das mal ein. So, zack. Ist ein bisschen komisch von der Bewegung her. So. Was gibt's denn hier? Okay. Repair Cabin. Anscheinend müssen wir ein paar Items einsammeln, um das zu reparieren. Press Tab to open your backpack. So. Ja, die Sachen haben wir jetzt. Wir brauchen erstmal ein paar Sachen. Hier liegen die auch direkt. So, zack. Also ich muss sagen, so schlecht sieht das Game nicht aus. Von Atmosphäre aus, ja, kann sich ansehen lassen. Nur gibt es nicht zurzeit nicht so viele Einstellmöglichkeiten. Ich tue mal Blumen aus, mal gucken, wie das dann aussieht. Sieht klein, sieht ein bisschen schärfer aus. So. Aber sonst kann sich schon ansehen lassen. Schreiben wir wieder zurück. So, anscheinend haben wir alles. Nee. Brauchen noch einen. Hier liegen auch noch die Sachen rum. So. Glaube ich, am Anfang auch so ein kleines Tutorial, um zu schauen, wie das Spiel so ist. So, ein Stick brauchen wir noch. So, sammeln wir das mal ein. Zack. Und wieder zurückrennen. Und ja, doch, nee, drei Stück brauchen wir insgesamt. Ist natürlich selbstverständlich noch in der Early Access, wie schon gesagt. Da gibt es nicht so viele Einstellmöglichkeiten. Weil das Spiel halt noch in der Entwicklung ist. Ja, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Wenn man auch rechts sieht, gibt es eine Schlafanzeige und eine Hungeranzeige. Tiere gibt es ja auch. Komm, ich sammle einfach mal ein. Ah, Blaubeeren. So, Tab für Inventar. So, dann kann man hier essen. Zack. So. Haben wir jetzt noch einen Stick. Also von der Atmosphäre sieht das nicht schlecht aus.
Ein Bienenstock. Das ist ein bisschen gefährlich. Vermute ich mal. Also ich weiß nicht genau, aber ich laufe da jetzt am besten nicht hin. Aber sonst, wir können mal kurz nachschauen. 10-6, eigentlich haben wir jetzt genug. Wir können wieder eigentlich zurückrennen. So, das nehmen wir noch mit. Zack. So. Wir sind relativ weit weggelaufen. Also, ich muss ehrlich sagen, es erinnert irgendwie ein kleines bisschen an The Forest, nur ein bisschen von der Textur anders. So Cartoon. Ja, Cartoon kann man nicht sagen. So Comic-mäßig angelegt. So, da sind wir jetzt auch wieder zurück. So, erstmal bauen. Und wir können auch hier direkt speichern, schlafen und Storage gibt es hier noch. So, aufmachen. Ach so, das ist so der Anfangsunterschlupf. Eine Kochstelle gibt es hier und hier gibt es noch ein Crafting Room und eine Storage Attic. Wahrscheinlich so eine Lagererweiterung. Die Items muss man halt sammeln. Dann noch eine Kiste. So, jetzt mit die Bären essen. Zack, zack. Und ich glaube, das sollte man, glaube ich. Na doch, kann man doch so essen. Geht auch. Und pennen kann man. Was ich nur halt frage, ist, ob die Sachen noch wieder wachsen. Achso, die Sachen habe ich schon an. Nö. Pennen geht noch nicht, anscheinend. Ich muss sagen, das sieht schon hammer aus. So, Pilze soll mal einen veressen. Nicht wundern, ihr könnt unter den Kommentaren schreiben, ob das von der Mikroqualität so in Ordnung ist. Nicht wundern, wenn ich ein bisschen verwirrt rede. Das Monitoring habe ich über Windows und das ist ein bisschen verzögert. Ich laufe jetzt einfach mal so ein bisschen rum für die erste Folge und schaue so nach, was es hier zu einsammeln gibt. Also ist im Grunde so eine Art The Forest, nur in einem anderen Stil und einem anderem Setting. Running for too long will burn energy. The red stamina line and standing. Ah, konnte ich. Ja. Da war ich so langsam zum Lesen. Da stand im Grunde, wenn man zu viel läuft, wird auch viel Energie verbraucht. Da gibt es noch mehr Sticks. Zack, sammeln wir mal ein. Wir sind aber echt weit weg wieder. Aber da gibt es nicht so viel gerade. Ich frage mich, ob wir eigentlich auch schwimmen können. Was auch möglich ist. Ja, das geht anscheinend auch. Tauchen. Aber so viel kann man hier nicht finden. Ich laufe mal wieder zurück. Ja, man friert doch ein, ist das Problem.
So. Kann es sein, dass es ein bisschen dunkler wird? Ich weiß nicht, wie es ist, wenn es etwas dunkler wird in dem Spiel. Ob es dann schlimm ist, ob dann böse Kreaturen kommen. Gibt es hier eigentlich freundliche Möglichkeiten im Spiel? Schauen wir nach. Motion Blur braucht man eigentlich nicht unbedingt. Ansonsten kann man alles so lassen. Gucken, wie das jetzt aussieht. Warte mal, der ist so ein Gott. Oder? Und das ist nur ein Fels. Nein, nur ein Fels. Sah ein bisschen aus wie so ein Haus. Ich glaube, wir sollten aber wieder auch wieder zurück. Wir müssen auch langsam pennen gehen. Also ich muss sagen, für ein Early Access Spiel vom Design her auf jeden Fall nicht schlecht. So, aber ich würde trotzdem mal sagen, wir rennen wieder zurück. Ihr seht auch unten, wie viel Ausdauer das verbraucht. Wahrscheinlich, wenn wir wieder pennen, müsste die Ausdauer wieder voll sein, vermute ich mal. Ah, wir. Ja. Hunger gerade und pennen gehen. So, dann können wir jetzt auch pennen gehen. Ja, also es. Mal was anderes, mal so eine Abwechslung. Tag 2 haben wir jetzt erreicht. So. Ja, das ist die erste Folge von dem Spiel. Ich bin echt positiv überrascht. Mal was anderes. So eine Art Game habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Man hat hier viele Möglichkeiten, um das Haus zu erweitern. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr einen Kommentar da lassen. Vielleicht auch ein Like. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und sonst würde ich sagen, war's mit dem Video. Und tschüss.